Nur schon die Titelmusik ist eine Bestrafung. Wir haben noch nicht mal angefangen und ich bin schon wieder, ich weiß schon wieder nicht, warum ich mir dieses Spiel nochmals antue. Falls ihr euch erinnern mögt, da war mal was, hä? Ganz, ganz lange her. Ganz lange. Ist auf YouTube. Mit dem schönen Song können wir das Ganze mal eröffnen und wir gucken mal, was das tolle DLC zu bieten hat. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, Cuphead in the Delicious Last Course wurde installiert. Ja, und wie spiele ich das jetzt? Hallo? Hallo? Wie spiele ich denn das? Ich möchte das DLC gerne spielen. Hallo? Der legendäre Kelch hat eine dringende Nachricht für euch, Tassen. Kommt zu mir an die Küste. Ah, guck mal. Jetzt geht's los. Ich glaube, ich komme hier unten zum DLC bei dem komisch vertrauenswürdigen, mein Lieblingsspiel. The Delicious Last Course. Wunderschön. Das sieht wunderschön aus. Sehr spannend. Das Hauptgame haben wir ja schon durch, wie ihr wisst. Die Videos sind auf YouTube. Was könnte der legendäre Case so weit hier draußen suchen? Meine Güte, das sind euch. Ich weiß es nicht. Hoffentlich geht es ihr gut. Wir sind echt weit von zu Hause. Weit weg von zu Hause. Jesus Christ. Heiliger Bim, ihr habt es geschafft. Ich habe fantastische Neuigkeiten. Und all das hat mit diesem Keks zu tun. Nehmt ein bisschen und seht selbst. Also ich würde von dieser Tasse keine Space-Kekse annehmen. So dumm wie sie sind. Ja, der frisst den Dreck. Guck ihn dir an. Es hat geklappt. Es hat echt geklappt. Ich bin wieder am Leben. Hat die jetzt gerade den Bruder getötet? Aber jetzt bin ich ein Geist. Aber jetzt bin ich ein Geist. Ja, lass den mal da, wir gehen mal einfach weiter. Was geht dir vor? Alles geht drunter und drüber. Folgt mir, Jungs, ich kann euch alles erklären. Ja, total. Ich versuche schon eine Ewigkeit aus der Astralebene zu entkommen, aber vergeblich. Bis jetzt. Jungs, ich möchte euch gerne jemanden vorstellen. Konditormeister Salzbecke. Das ist der beste Konditor im ganzen Land. Ach, was ist das, ein Salzstreuer? Ja, meine Backstube. Nee, das passt nicht. Wer hat der für eine Stimme? Komm mal. Wie klingt ein Salzstreuer? Ja, mei, willkommen in meiner Backstube. Vor allem gell, wie sehr hat mein Keks Wunder gewirkt. Oh, bei den Sternen. Perfekt. Ja, mei, oh je, da ganz schön laut ist dieser Keks. Schmeckt süß, aber die Wirkung hält nicht lang. Mach doch keine Sorgen, kleine Tassen. Ich habe ein fantastisch neues Rezept. Nur ein bisschen von dieser Wundertorte und ich habe die vollständige Kontrolle über die Astralebene. Kann diese Wundertorte Fräulein Kelch für immer ins Leben zurückbringen, ganz ohne Platztausch? Ja, mei, so ist es. Aber dieses Rezept erfordert Zutaten, die im Besitz der schrecklichsten Gegner sind. Der ist doch jetzt schon nicht ganz koscher, der komische Salzstreuter. Wenn die Wundertorte Fräulein Kelch ins Leben zurückbringt, werden wir diese Zutaten besorgen. Die Sammeln dieser Zutaten wird euch auf die Probe stellen. Aber denkt ihr denn, bei jedem Gebäck sind Herz und Seele die wichtigsten Zutaten, um zu lenken und zu denken. So, wie geht denn? Ach ja. Also ich möchte dran betonen, wie gesagt, auf YouTube sind die anderen Videos von dem ersten Teil. Auf normal habe ich fast die Krise bekommen. Ich möchte das nur noch mal betonen. Aber was soll's? Keine Memmen hier. Ach, geht's schon los? Oh ja, okay, alles klar. Ich sehe nichts. Ich kriege ja hier jetzt schon nichts mehr mit. Ich erinnere mich wieder gerade daran, wie toll das Spiel war. Let's go. Komm her, du hässlicher, komischer Johnson. Ja, genau. Jesus Christ. Oh mein Gott. Ah, die kann ich kaputt machen. Sagt mir denn keiner? Der hat aber Bock, der Dude, ne? Ja, okay, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich habe nur noch ein Leben. Das war's schon wieder. Was? Fängt schon mal nicht gut an. Richtig betont. Oh, den kann ich auch kaputt machen. Wen ruft der denn an? Ruft der ja auch jemand an. Das war den Kammerjäger, Junge. Was macht der denn da? Oh, hallo. Grün, ich darf durch. Rot, ich darf nicht durch. Ist das der erste Boss der Insel? Ich glaube, wir haben ein Problem. Weißt du mal, wie viele Bosse das DLC hat? Ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Ja, noch schneller. Hallo? Oh, scheiße. Oh, fast. Guck mal, das war schon mal der beste Try. Erstmal einen kräftigen Schluck hier. Das war kein kräftiger Schluck, der hang mir im Hals. Boah. Okay, aber die Waffe ist definitiv besser. Okay. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Aber wir tasten uns ran, dass es funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was der sagt, aber irgendwie muss das wichtig sein. Senpai. Ja, ganz genau. El Senpai drüben. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder da so ein dämliches Leben verloren?
Ja gut, das wird jetzt eh nichts mehr, Leute. Das, Ich bin irgendwie nach oben gesprungen. Okay, jetzt aber, komm. Master Dent, konzentrieren Sie sich jetzt mal wieder. Kommt er wieder mit dem Flummi-Ding hier, ey. Jawohl, jawohl. Und, immer. Als wenn wir nichts anderes gemacht hätten. Guckt ihr doch. Oh, shit. Was ist denn das für ein Nasenbär? Ja, okay, alles klar. Jetzt kotzt er mich auch noch an. Das ist der letzte Step, ist ein Nasenbär, der von einer Schnecke kontrolliert wird. Habe ich das gerade richtig gesehen und verfolgt? Denk dran, wir spielen auf normal alias hart. Jesus Christ. Weiß ich, die Nase ist jetzt wach. Jetzt hat er die Schnauze voll hier. Also der ist irgendwie am beschissensten hier gerade am Anfang. Ja, jetzt machen wir das ganz professionell. Was auch immer Professionalität, das war nicht professionell. Samanama Hamana Samadabao, genau. So, jetzt muss ich hier, ich muss mit dem Groove gehen. Okay, hau ab, geh mir aus dem Bild. Oh, jawohl, okay, alles klar. Wieso mach ich mit eigentlich...